Ich grüße Sie herzlich zu unserer Orgelrätselreise durch das Dekanat Biedenkopf-Gladenbach. Ich bin Dekanatskirchenmusikerin Dina Sawodowska und heute stelle ich Ihnen dieses Instrument vor. Das ist ein wunderbares, einzigartiges Instrument, wurde erbaut von dem Orgelbauer Johannes Meyer 1750 und in dieser Kirche wurde das aufgestellt 1849. Allein in der evangelischen Kirche Hessen und Nassau gibt es über 600 Denkmalschutzorgeln, also die Orgeln, die vor 1930 gebaut worden sind. Mit etwa 1400 Orgeln besitzen wir in der EKHN einen großen Orgelschatz. Wir haben zur Verfügung bei diesem Instrument ein Manual, ein Pedal und 12 Register. Ein Register besteht aus Pfeifen gleicher Bauart. Für alle Töne der Tastatur ist in der Regel pro Register eine Pfeife vorhanden. Die tiefsten Töne haben die längsten Pfeifen, die höchsten die kürzesten. Die Pfeifenlänge wird mit dem Längenmaß Fuß ca. 30 cm angegeben. Die längste Pfeife des Registers Prinzipal 8 Fuß, das in fast jeder Orgel zu finden ist, auch in dieser, das tiefe C hat eine Pfeifenlänge von 8×30, 2,40 m. So klingt 8 Fuß Prinzipal bei diesem Instrument. Wir wählen Oktave 4 Fuß und damit verstärken wir den Klang. So klingt Oktave 2 Fuß. Und noch eine kleinere Pfeife, 1 Fuß Zimbal. Bordun 8 Fuß. Prinzipal und Quinte. Jetzt machen wir Mischung. 8 Fuß, 4 Fuß und Terz. Wir nehmen noch Quinte dazu und 1 Fuß Zimbal. Und so klingt Subbass 16 Fuß und Bordun 8 Fuß. Und so klingt die Orgel mit Mixtur. Wenn Sie wissen, wo dieses Instrument sich befindet, schreiben Sie uns auf diese E-Mail-Adresse. Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie ein kleines Geschenk. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und musikalisch.